Okay, Andreas, welche Session hast du gerade gegeben? Die Session, die ich betreut habe oder vorgeschlagen habe, hieß Literalität und Interkulturalität als Begegnungsraum. Und das war als offenes Gesprächsformat gedacht. Sollte ein Austauschforum sein, um Ideen zu sammeln, wie man, was man an Alphabetisierungskursen, Sprachkursen anschließen können, wie man auf dem Wege dann nachgestellt praktisch Integration sicherstellen kann. Okay, und wie fandst du die Ergebnisse oder gab es Ergebnisse? Ich finde schon, ist nicht so in die Richtung gegangen, wie ich mir das am Anfang gedacht habe, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand unheimlich interessant, dass wir alle ganz viel gelernt haben, was es alles schon für Möglichkeiten gibt, wo Interkulturalität praktisch gelebt wird und wo sichergestellt wird, dass auch Leute, die nicht, also die flüchten oder geflüchtet sind oder die von weit her kommen, hier bei uns integriert werden können. Und das fand ich ganz, ganz toll und finde, man muss das weiter publizieren, muss das weiter bekannt machen und erste Schritte dazu haben wir getan. Ja, sehr gut. Also ich fand es auch, es war eine ganz tolle Session, weil sie war eigentlich sehr positiv. Ne? Es kam sehr viel Positives kam zusammen und das muss jetzt nach außen transportiert werden, genau.